Zum 29. Mal fand in Essen die Techno-Klassiker statt. Rund 1200 Aussteller präsentierten ihre Preziosen und alles, was es rund um die klassischen Automobile gibt. Die Anzahl der ausgestellten Fahrzeuge ist allerdings deutlich gesunken. Daraus resultierten mehr Platz und ein größerer Anteil an Ersatzteilehändlern. Wie auf den vorhergehenden Oldtimer-Messen in Europa, war auch auf der Techno-Klassiker der Anteil der sportlichen Rennfahrzeuge sichtbar gestiegen. Darunter auch echte Raritäten wie der René Bonnet Aerojet oder der Deutsch Bonnet, die beide an einem Stand zu sehen waren. Liebhaber echter Raritäten kamen dieses Jahr auf der Techno-Klassiker auf ihre Kosten. Am Stand von Rolls-Royce war der Silver Wraith mit Freestone und Webaufbau zu bestaunen. Ein absolutes Einzelstück ist der Volkswagen Typ 10 mit einer Sonderkarosserie von Stoll. Die Autostadt zeigte unterschiedliche Modelle aus der Entwicklung des Designs unter dem Motto Form follows Function. Zu sehen waren unter anderem der Bugatti Typ 15 und der NSU-Prototyp Porsche Typ 32. Einen beeindruckenden Messeauftritt zeigte die Volkswagen-Gruppe. Die komplette Halle 7 auf der Oldtimer-Messe Techno-Klassiker in Essen war auch in diesem Jahr ausschließlich den Konzerntöchtern Audi Tradition, Porsche Classic, Skoda Classic, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Seat, der Autostadt und natürlich Volkswagen Classic vorbehalten. Der Volkswagen Classic-Auftritt stand in diesem Jahr unter dem Motto Wow Inside. Vier Modelle aus dem Volkswagen Classic-Archiv repräsentierten dieses Motto eindrucksvoll. Von außen ist den Fahrzeugen ihre sportliche Leistungsfähigkeit kaum anzumerken, denn sie präsentieren sich mit Understatement als Wolf im Schafspelz. Die Elektromobilität in ihrer Urform und die Forschungsentwicklung bildeten den zweiten Teil der Ausstellung unter dem Motto Antrieb Zukunft. Zu sehen war der allererste E-Golf von 1980, die Studie Niels von 2011 und der Citystromer, ein Versuchsprojekt, das sich auch im Rennbetrieb bewährte. Auf einer Drehscheibe stand der traumhafte Bugatti T57C mit einer Gangloft-Karosserie. Gleich zwei Pegaso waren auf der Messe zu sehen. Am Stand von GTÜ war das Volkswagen Rommage Coupé Lawrence zu sehen, ein Einzelstück. Als ein besonderes Juwel präsentierte sich der formschöne Fiat Otto Vue mit einer Sonderkarosserie von Vignale. Ein echter Hingucker war der Hudson Great 8 von 1930, mit dem Rennfahrerlegende Heidi Hetzel fast 3 Jahre lang die Welt umrundete. Klein, aber fein präsentierte sich das kleine Gogomobil Cabriolet Einzelstück. Wer in seinem Wohnzimmer etwas in die Lüfte einsteigen möchte, konnte die Kanzel eines ehemaligen Transportflugzeugs erwerben. In der Mitte der Messe befand sich die Sonderausstellung von Rennfahrzeugen, die einst in den 50er Jahren am Monaco Grand Prix teilgenommen hatten. Auch die Klassikabteilungen der Automobilhersteller zeigten einige Sonderausstellungen. Audi Tradition widmete eine ganze Ausstellung dem Thema NSU. Volvo feierte den 90. Geburtstag der Marke und zeigte einige Meilensteine aus der Firmenhistorie am Stand. Ebenfalls 90 Jahre feierte Citroën. Daher zeigte der französische Hersteller 3 automobile Meilensteine der Marke an ihrem Stand. Opel stand ganz im Zeichen der großen Limousinen. Wie Opel Diplomat, Admiral, Senator oder auch der vergoldete Kapitän, der als 2-millionster Opel vom Band lief.
Zum 70. Jubiläum von Ferrari durfte natürlich auch eine entsprechende Sonderausstellung nicht fehlen. Am Stand von Ferrari Eberlein waren entsprechende Ferrari-Legenden zu sehen. Über die Messe verteilt bildeten aber auch auf der Techno-Klassiker die Ferraris die Speerspitze der klassischen Supersports-Cars. Mercedes-Benz Classic stellte ihre Präsentation in diesem Jahr unter das Motto Sport. Zu sehen waren unter anderem die ehemaligen Rennsportwagen Simplex von 1903, Mercedes-Benz SSK, die Mercedes-Benz Stromlinie und das 300 SLR Uhlenhaut-Coupé.